Schönen guten Abend, meine lieben Zuschauer, Freunde der tschechischen Kultur und des Tschechischen Zentrums Wien. Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich lange schon gefreut habe, den lieben Schriftsteller Jaroslav Rudiš. Schönen Abend, Jaroslav. Wo sitzt du eigentlich jetzt? Wo sitzt du? Wohin geht mein Gruß jetzt? Ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin ein bisschen hängen geblieben, aber ich bin hier auch wohnhaft seit einiger Zeit. Aber ich dachte wirklich im März, dass ich vielleicht demnächst wieder nach Böhmen fahre. Also ich pendle eigentlich zwischen Berlin und Böhmen, Prag und Lomnice nad Popelkou im böhmischen Paradies. Da komme ich her. Und es ist jetzt natürlich eine absolute schräge Situation. Die Züge fahren nicht. Man ist irgendwie hier dazu verdammt, hier zu bleiben. Ist auch nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Aber ich freue mich wieder, wirklich demnächst wieder im Zug zu sitzen und nach Prag zu fahren, im schönen Speisewagen von České dráhy. Vielleicht demnächst auch nach Wien. Dazu kommen wir ganz sicher noch in unserem Gespräch. Du bist der ewige Wanderer auf den Eisenbahnen und der ewige Wanderer zwischen dem deutschsprachigen Welt und Böhmen. Aber vielleicht zu unserem ersten Treffen. Das war, wie ich es hier sehe, in diesem wunderbaren Buch. Winterberg. Ich hab's auch. Ja. Perfekt, würde vielleicht Winterberg sagen. Vor einem Jahr warst du in Wien. Du hast mir eine schöne Widmung hier geschrieben, auf einem großen Tournee mit diesem Roman. Dieser Roman war ein großer und ist ein großer Erfolg. Und es wurde auf einer der Preise bei der bis jetzt letzten Leipziger Buchmesse nominiert. Toll, würde ich Winterberg sehr gefreut, genau. Ja. Meine große Überraschung, weil damit kann man überhaupt nicht rechnen, dass ich so, für in der Literaturwelt ist die Leipziger Buchmesse oder der Preis der Leipziger Buchmesse sowas wie Berlinale, wenn sie mit dem Film im Wettbewerb von Berlinale sind. Also das hat dem Buch natürlich und der Geschichte und Herrn Winterberg wirklich einen Riesenschub gegeben und es haben wirklich letztes Jahr über 70 Lesungen, also wahnsinnig lange Zugreisen. Also ich war gefühlt das ganze Jahr im Zug. Ich saß im Zug zwischen Berlin und in Städten, also viel in Deutschland, aber auch viel in der Schweiz unterwegs. Und auch natürlich, was mich sehr, sehr freut, dass Winterberg auch viele Leser in Österreich hat und auch in Wien. Da war ich gleich mehrmals mit dem Buch. Weil eigentlich gehört Winterberg nach Österreich, ne, kann man ja sagen, oder? Das kann man wohl sagen. Ich weiß, als das Buch erschienen ist, ich habe es ja auf Deutsch geschrieben. Ne? Und bis jetzt habe ich meine Romane auf Tschechisch verfasst. Und das war jetzt ein bisschen anders. Dazu kommen wir sicher noch ein bisschen. Aber dann haben sich die auch tschechischen Kollegen und die auch einige tschechische Journalisten haben sie gefragt, ja, bist du jetzt eigentlich ein tschechischer Autor, wenn du auf Deutsch schreibst, ja. Und dann hat ein deutscher Journalist zu mir gesagt, ja, willkommen in der deutschsprachigen Literatur. Jetzt sind Sie eigentlich, Sie wohnen sowieso hauptsächlich in Berlin, jetzt sind Sie wirklich ein deutscher Autor. Und dann komme ich aber nach Salzburg und lese aus Winterwechsels Reise da in dem wunderbaren Literaturhaus Salzburg. Und da kommt ein Leser nach der Lesung zu mir und sagte, Sie sind ein österreichischer Autor, das ist ganz klar, das ist so ein österreichisches Buch. Aber vielleicht stimmt es von der Stimmung her, von der Handlung her, hat das natürlich sehr viel zu tun mit Österreich, mit der ehemaligen Monarchie, mit diesem unglaublich spannenden Kulturraum zwischen Liberec, Reichenberg und Sarajevo. Letztendlich ist das wirklich eine Reise, die in Berlin anfängt und in Sarajevo endet. Eine Reise mit einem Baedeker von 1913 durch die ehemalige Donaumonarchie und eine endlose Zugreise sozusagen. Also das, ich weiß nicht, also ich würde sagen, ich bin ein tschechischer Autor, der einfach in beiden Sprachen unterwegs ist, weil mir war das immer wichtig, dass ich in beiden Sprachen unterwegs war und bin, weil die beiden Sprachen irgendwie zu Böhmen, zu Prag, zu Liberec, zu Reichenberg einfach gehören. Ich habe ja auch Geschichte studiert und das da ist das wirklich ziemlich gut und wichtig, dass du die beiden Sprachen einfach sprichst und dass du die lesen kannst.
Ja, siehst du, diese Debatte, von der habe ich noch nicht gehört, wohin du eigentlich gehörst, das erinnert uns ein bisschen an unseren gemeinsamen vielleicht Guru Franz Kafka. Da war das auch immer die Debatte, wohin er eigentlich gehört. Ne? Ja, der wird immer so beschlagnahmt sozusagen von den Deutschen, von Österreich, von den Tschechen, genau. Ich würde sagen, Kafka ist ein Prager Autor. Genau. Na, was bist du dann? Ein Berliner Autor? Ja, ein böhmisch-paradiesischer Autor? Naja, sicher auch. Also wenn ich darüber jetzt nachdenke, ich schöpfe schon viele Geschichten aus der Gegend, wo ich herkomme. Ich habe auch ein tschechisches Buch 2018 herausgebracht, Český Raj, böhmisches Paradies. Und das spielt in einer Sauna in Jičín. Das ist übrigens die Stadt von Wallenstein, aber auch die Geburtsstadt von Karl Kraus. Ich lese gerade seine Biografie hier, die ich mir vor Corona-Zeit gekauft habe. Und das sind schon Geschichten, die mich interessieren und wo ich mich irgendwie schon zu Hause fühle. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch in Berlin zu Hause, auch in Deutschland zu Hause. Das ist jetzt auch kein fremdes Land, keine fremde Stadt, auch keine fremde Sprache. Das wäre jetzt meine ich die deutsche Sprache. Aber ich fühle mich sehr wohl auch in Linz oder in Wien, das muss ich auch schon sagen, oder in Oberösterreich. Wenn ich da mit der Mühlkreisbahn mit Christian Tannhäuser, sein guter Freund von mir, Verleger aus Ottensheim bei Linz, wenn wir zusammen da nach Eigenschläger fahren und da Bier trinken gehen und essen gehen und spazieren gehen auf den Spuren von Stifter. Also da fühle ich mich auch irgendwie wohl und wie zu Hause. Es ist schwer, wirklich diese Frage zu beantworten. Wo kommst du her? Wer bist du eigentlich? Vielleicht kann man die überhaupt nicht beantworten in heutiger Zeit. Also das ist echt schwer. Ja, allerdings, Kafka hat sich auch sehr wohl in Berlin gefühlt. Also auf jeden Fall, abgesehen. Ja, abgesehen jetzt und auch in beiden Sprachen scheinbar. Also der hat genau. Aber seine zweite Sprache war Tschechisch. So war das. Genau. Ja, aber nicht literarische Sprache. Ja. Das stimmt. Und du hast jetzt die Sprache gewechselt, mindestens in deinem Roman. Ich glaube, du hast Publizistik oder publiziert natürlich schon auf Deutsch, aber jetzt hast du die Sprache gewechselt. Hat das irgendwie deinen Stil beeinflusst, die andere Sprache? Naja, Deutsch ist schon eine andere Sprache. Also ich finde, für einen Tschechen, der die andere Sprache, also die deutsche Sprache, die beherrscht oder lernt, für ihn, der sieht auch, wie eng eigentlich die beiden Sprachen zusammenliegen, wie nah beieinander die sind. Und das hat mich immer wieder überrascht. Ja. Und für uns ist auch, finde ich, viel leichter, Deutsch zu lernen als umgekehrt vielleicht. Das ist unser Vorteil. Und auf jeden Fall entsteht eine andere Musikalität. Ich mache auch Musik mit der Kafka-Band und auch immer wieder habe ich die Literatur als sehr musikalisch verstanden. Und ich habe immer nach der Musik im Text, in der Sprache, in den Dialogen gesucht. Das versuche ich auch. Übrigens, auch das kann man aus einer Art Oper, also eine Art Eisenbahnoper lesen. Ich kann vorstellen, man kann einige Passagen versingen. Ich lese mir das auch immer laut vor, wenn ich ein Buch schreibe. Und vielleicht das musikalischste Buch ist Die Nationalstraße, ein Kurzroman von mir. Die Verfilmung kommt jetzt übrigens demnächst auch in die deutschen Kinos, wird auch oft als Theaterstück aufgeführt. Und dann Winterfest, letzte Reise. Also das habe ich wirklich mir mehrmals fast vorgesungen, als sie das geschrieben haben. Und der Sound der Sprache ist schon anders, würde ich sagen. Und das fasziniert mich. Also und ich suche wirklich auch. Und ich habe noch was entdeckt oder hier, also neu entdeckt. Und das ist die Musik der Eisenbahn. Es ist wirklich im Rhythmus der Züge geschrieben. Ich habe wirklich viel auch an dem Buch im Zug geschrieben, gearbeitet. Es waren auch natürlich unzählige Recherchereisen, weil ich musste recherchieren. Ich war noch nie vorher in Sarajevo zum Beispiel. Allerdings ist Sarajevo für Herrn Winterberg heutzutage viel komplizierter zu erreichen als 1913. Also sie können einfach nicht so, oder du kannst nicht so einfach
eine Fahrkarte dir jetzt kaufen in Berlin oder in Wien, um nach Sarajevo zu kommen. Also die lachen dich aus, sozusagen, wenn du die fragst. Die würden denken, du möchtest sich über die lustig machen am Charter. Bitte einmal Wien-Sarajevo-Tour. Das geht wohl nicht. Ja, aber die Musik der Eisenbahn, die ist immer noch da. Also das Zuklattern, also die ganzen Wiederholungen. Ja, ja, traurig, traurig. Nein, nein. Verrückt, verrückt. Die Winterberg benutzt, das sind natürlich Anspielungen an die Eisenbahn. Es gibt nicht nur aber Wörter, die sich da wiederholen, auch ganze Absätze und Verseiten, die sich wiederholen, die das fast schräg machen, das Buch. Aber Winterberg ist auch eine schräge Figur. Naja, aber so einen Roman könnte man jetzt in dieser Zeiten eben nicht schreiben, wenn die Grenzen geschlossen sind, wenn keine Eisenbahn über die Grenze fährt. Mhm. Wie erlebst du das als, wie schon gesagt, ein ewiger Wanderer? Naja, ich reise in der Fantasie viel. Ne? Mich erinnert das ein bisschen an die Zeit vor der Wende, an diese sehr schwierige Zeit, als wir alle eingesperrt waren in dem Land und die einzigen möglichen Reisen gingen in die DDR, ja, nach Dresden oder an die Ostsee. Und man hat nur davon träumen können, mit dem Zug von Prag über Gmünd nach Wien zu fahren, Franz-Josefs-Bahnhof. Allerdings waren diese Verbindungen natürlich im Fahrplan, im Kursbuch der tschechoslowakischen Staatsbahn, die waren da. Man wusste, wie die Züge fahren. Man durfte, oder es war einfach nicht möglich, nicht erlaubt einzusteigen, nur in der Fantasiereise. Das habe ich als Jugendlicher oft gemacht. Ich sammle so wie Alois Nieber, ein Fahrdienstleiter aus unserer Graphic Novel aus dem Artvatergebirge. Ich sammle auch harte Kursbücher und Fahrpläne. Und ich kenne viele Strecken, kenne ich auch wirklich auswendig bis heute, wie dort die Züge fahren. Und so reise ich jetzt auch ein bisschen in der Fantasie. Aber vielleicht ist genau jetzt, Winterbergs letzte Reise, ein Buch für die Zeit der Quarantäne, für die Zeit, wenn man nicht so viel reisen kann. Man kann so eine Eisenbahnreise machen. Übrigens, ich lese selber jetzt viel mehr als sonst, finde ich. Also das ist auch, es gibt auch so gute Sachen an dieser Quarantäne. Oder es ist natürlich ganz schrecklich, ja. Wenn du weißt, ich habe gestern mit Freunden aus Italien telefoniert und es ist total schrecklich, wenn du die Situation dort beobachtest und siehst, ja, uns geht es hier in Berlin oder in Prag einigermaßen gut. Ja, wir haben keine Ausgangssperre, wir können uns bewegen. Und ich muss sagen, ich kam irgendwie mehr zur Ruhe im März. Es war eine aber sehr, sehr gespenstische und schräge Ruhe. Das muss man auch so sagen. Ja. Aber ich habe viel gelesen, viel auch mit der Literatur, in der Literatur gereist, habe auch Bücher gelesen, die ich immer lesen wollte und die ich nicht geschafft habe zu lesen. Und ja, aber ich freue mich trotzdem, dass die Züge bald fahren. Und das habe ich jetzt gehört, dass das auch demnächst wirklich womöglich auch der Fall sein wird, dass die Züge auch zwischen Berlin und Prag und Wien fahren. Es kommt jetzt übrigens wieder endlich auch eine direkte Verbindung mit einem Railjet von Graz über Wien und Prag nach Berlin und zurück. Da freue ich mich sehr und die Strecke will ich dann unbedingt dann fahren. Das musst du unbedingt. Ja, das ist sowieso die Semmeringbahn, also die ganzen Bahnlandschaften in Österreich, ja. Also ich bin ein großer Fan davon, von den ganzen Alpenbahnen, Überschwingungen von Alpen, wie Winterberg sagen würde. Also ich kenne fast schon alle Strecken, aber ich kann zum Beispiel mit der Semmeringbahn kann ich ja 20 Mal fahren, 100 Mal fahren. Man entdeckt immer was Neues und das sind die schönsten, fast eine der schönsten Aussichten, die man aus einem Zug haben kann, wenn man zwischen Wien-Neustadt und Semmering da im Zug sitzt, ja, bevor man von diesem langen Tunnel verschluckt wird. Das ist eine Legende, ja. Absolut. Ich frage immer meine Gäste,
was Sie meinen, welche Rolle die Kultur in dieser Notsituation spielt. Was kann man eventuell unseren Zuschauern empfehlen? Was meinst du? Naja, also ich habe schon ein bisschen darüber jetzt auch erzählt oder davon erzählt, dass man mehr vielleicht ja, also ich lese wirklich mehr als sonst zum Beispiel. Und ich meine, die Rolle der Kultur, also eben man kann sich die Quarantäne oder diese schräge Zeit der Isolation ohne Kultur gar nicht vorzustellen. Wir haben die Bibliotheken zu Hause, wir haben auch die Netflix-Serien, wir haben auch die Konzerte bei YouTube, die man sich anschauen kann von den Bands und die CDs. Wir haben die Theateraufführungen, die auch jetzt im Fernsehen kommen. Was wollen wir dann ohne Kultur? Ich hoffe nur sehr, dass die Kultur nicht von diesen Kürzungen jetzt irgendwie eingeholt wird. Also davon habe ich echt Angst, dass die Politiker dann sagen würden, in Tschechien, aber vielleicht auch hier oder in Österreich, ja, einen müssen wir jetzt sparen. Wahrscheinlich kommt wirklich so eine ökonomische Krise. Aber es wäre wirklich falsch, das kleine Geld, das hier für Kultur steht, Kulturförderung steht, dass das jetzt weggefallen würde. Ich hoffe sehr, dass sie das nicht machen. Also die Kultur muss da bleiben und würden das natürlich alle überleben und überstehen. Also das hat die Menschheit immer irgendwie geschafft und es werden sicher auch Bücher entstehen, die diese Zeit thematisieren werden. Davon habe ich allerdings ein bisschen auch Angst. Ich habe jetzt gerade einen Freund von mir in Berlin getroffen, der hat jetzt auch Winterfest Reise gelesen und gesagt, ja, ich hoffe, du schreibst kein Corona-Buch. Ja. Davon habe ich so eine Angst, jetzt kommen die ganzen Corona-Tagebücher, ich kann das nicht mehr hören. Schreib bitte was anderes. Genau. Also woran schreibst du jetzt, wenn wir dabei sind? Naja, ich schreibe jetzt gerade an eine, zwei Geschichten oder drei Geschichten. Ich überarbeite gerade ein Theaterstück für Stadtschauspiel Dresden. Anschluss heißt das. Es kommt, die Geschichte kommt, spielt im Erzgebirge und kommt im März 21 dann in Dresden. Und dann es entsteht jetzt auch eine Graphic Novel mit einem Wiener Autor, Nikolaus Mahler, Nachtgestalten. Heißt die Geschichte, eine Erzählung, zwei Freunde treffen sich in Prag und machen einen Spaziergang durch das nächtliche Prag von einem Gasthaus zum anderen und erzählen sich Geschichten und über die große Geschichte und viele kleine Geschichten. Es ist sehr, sehr lustig und traurig zugleich. Das ist fast jetzt schon fertig und das Buch erscheint zur Leipziger Buchmesse bei Luchterhand. Im Luchterhand Literaturverlag zur Leipziger Buchmesse 21. Ich hoffe, wir sehen uns dann alle wieder in Leipzig demnächst. Das war schon für die ganze Buchwelt wirklich eine Katastrophe, die Absage der Leipziger Buchmesse. Und ich schreibe noch an einem Eisenbahnbuch, eine Gebrauchsanweisung fürs Eisenbahnfahren oder Eisenbahnreisen. Wir wissen noch nicht so genau, wie das Buch heißen wird, für Piper Verlag. Es sind Eisenbahnreportagen, meine sozusagen, oder mein Eisenbahn Mitteleuropa zwischen Kopenhagen und Milano und Wien und Lemberg. Ich fahre auch nach Sarajevo und ich fahre natürlich auch nach Polen und nach Frankreich, nach Paris und nach Brüssel. Einige von den Reisen habe ich jetzt wieder gemacht oder machen können, also noch vor Corona. Jetzt aber natürlich darf ich nicht reisen. Da muss ich schauen, wann ich wieder reisen kann, weil ohne Reisen kann ich dieses Buch nicht fertig schreiben. Also ich warte sehnsüchtig auf die Züge und ich hoffe sehr, die werden bald wieder fahren. Naja, das sind ja schöne Pläne, ja, das kommt alles hoffentlich. Kommen wir noch ein bisschen zurück zu dem Anfang, da haben wir darüber gesprochen, dass es diese Debatte gibt, wohin du gehörst eigentlich, so wie bei Kafka. Mein Resümee oder meine Überzeugung ist, du bist ein mitteleuropäischer Autor. In dieser Erklärung, oder sagen wir, in dieser Definition, wie das immer wieder Milan Kundera sagt, der nennt nur die größten Namen. Kafka, Musil, etc.
Jiří Hruša würde da auch sicher hineinpassen. Und da gehst du in seiner Spur wieder mit Gebrauchsanweisung, wie ich höre bei Piper, der Gebrauchsanweisung für Tschechien geschrieben. Mhm. Und du gibst mir jetzt und meine traurige, sagen wir, Reflexion dieser Überlegung von Milan Kundera war, ja, schön, aber dann ist Milan Kundera für mich der Letzte in dieser Reihe. Traurig. Aber jetzt, du gibst uns ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht nicht der Letzte ist. Vielleicht gibt es doch Nachfolger. Naja, also ich kenne diesen Text von Milan Kundera und seine Verteidigung von Mitteleuropa und ich stimme dem eigentlich auch zu. Für mich ist auch sein Mitteleuropa, sein kulturelles, sein literarisches Mitteleuropa, auch mein Mitteleuropa. Ich ärgere mich auch immer, wenn ein österreichischer Politiker über Tschechien oder Slowakei erzählt oder redet und er sagt ja, die osteuropäischen Länder wie Tschechien und die Slowakei oder Ungarn, und dass sie sich nicht, also die nicht besinnen und bekennen zu diesem gemeinsamen Raum, dass sie immer diese Rhetorik des Kalten Krieges benutzen, ja, dass sie immer noch in der Vergangenheit leben, das tut einem schon nicht weh, aber leid. Ich finde es auch so lustig und ich habe das Gefühl, Winterberg würde sagen, die schauen historisch nicht durch, ja, aber die schauen auch nicht in der Gegenwart richtig durch. Auch genau. Geografisch nicht durch. Geografisch, ne? Nicht, genau. Das ist, ja. Und also. Übrigens, vielleicht behaupten sogar einige Tschechen von den anderen Ländern, dass sie Osteuropa sind und wir das nicht sind, sozusagen, wir Tschechen. Und für mich, genau, also das ist, vielleicht, wenn ich da in der Westukraine bin, ja, in Lemberg oder in Uzhhorod, in Lviv heute, ich fühle mich da wirklich wie zu Hause. Das ist so ein Gefühl, das man kaum beschreiben kann. Klar sind das auch die Geschichten, die da erzählt werden, mit denen man wirklich viel anfangen kann. Josef Roth, einer meiner Lieblingsautoren, geboren in Brody. Ich war jetzt auch mit dem Buch in Ostende, wo er auch war, in Belgien, im bekannten Kurort. Und eigentlich war mein Plan jetzt im Sommer, nach Lemberg und dann nach Brody zu fahren, weil das war in der Tat wirklich, also Brody war die Grenzstation. Bis dahin sind die Züge aus Wien gefahren, ja. Und danach war Russland. Und ich war noch nie da und ich dachte, muss ich einfach nach Brody mit dem Zug fahren. Und ich hoffe, dass das demnächst geht. Aber genau, das ist mein Mitteleuropa. Also die Welt zwischen, aber dazu zählt natürlich auch Deutschland, dazu zählt auch die Schweiz, ja. Dazu zählt auch, auch Frankreich. Mindestens ein Teil von Frankreich, aber das geht nicht. Ja, in Frankreich oder auch Italien natürlich, ja, und Slowenien und die Länder auf dem Balkan. Das ist auch mein Europa. Da bin ich auch, fühle ich mich da sehr wohl und es inspiriert mich auch sehr. Ja, das glaube ich. Winterberg, sagen wir, die Art des Erzählens erinnert ganz sicher oder steht ganz sicher in der Reihe der großen Erzählkünstler oder Meister der tschechischen Literatur wie Jaroslav Hašek oder Bohumil Hrabal. Also toll, muss man sagen. Und wenn wir bei Jaroslav Hašek sind, das erinnert mich an etwas, was ich von dir gehört habe. Du hast auch viele Freunde in Brünn, habe ich gehört. Und ihr seid verabredet um 6 nach Corona zum Seminar. Stimmt das so, ja? Ja. Das habe ich wirklich mit ein paar Freunden, eben mit Christian Tannhäuser und ein paar Freunden ausgemacht, weil das ist ein tolles Gasthaus, das Seminaro in Brünn. Ich habe 2 Jahre in Brünn verbracht und ich mag die Stadt sehr. Also ich habe in einer Straße gewohnt, wo früher auch Karel Čapek gewohnt hat und wo Robert Musil seine Eltern besucht hat, die Augustinergasse, heute Jaslowská ulice. Da habe ich 2 Jahre lang gewohnt
Und Usta Minaro ist ein toller Ort und wir dachten, lass uns da nach Corona einfach treffen. Wir mieten das Gasthaus für eine ganze Woche oder mindestens für einen Tag oder mindestens für 4 Stunden. Wir treffen uns dort. Das ist eine der, ja, eine tolle Kneipe und ein tolles Gasthaus. Die kochen einfach wahnsinnig gut, böhmisch, österreichisch und das Bier, da kriege ich jetzt gleich Lust drauf, auf so ein gutes, gezapftes Pilsner Urquell. Usta Minaro, also liebe Grüße auch dorthin, falls Sie das sehen. Ja. Aber nee, ich meine, wir freuen uns auch alle auf eine gewisse Normalität, ja. Also dass wir uns einfach so treffen können. Wir können heutzutage uns anrufen, wir skypen auch viel, wir haben WhatsApp und so, aber trotzdem so ein Kneipengespräch, so 3-4 Bierchen. Und es geht nicht um das Bier trinken, es geht eben um diesen Austausch und um die Geschichten. Ein Kneipengespräch kann nichts ersetzen. Also ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass ich wieder in einem Gasthaus sitze. Nur dann idealer Abschluss unseres Gesprächs. Also dann in der spanischen Stadt namens B treffen wir uns um 6 nach Corona zum Seminar. Ja? Genau, also Seminar oder in Stehmann in Wien, das ist auch ein tolles Gasthaus, wo ich gerne bin. Okay, gut. Also, lieber Jaroslav, vielen, vielen Dank und alles, alles Gute nach Berlin und danke bis auch. Bald, bis bald hoffentlich in Wien. Ciao, ciao. Und drin. Ciao, ciao. Ahoi. Ahoi.